Als ich das erste Mal das Gebäude gesehen habe, finde ich, das ist ein typisches ISE-Gebäude. Es ist wirklich gelungen, die Architektur toll gemacht, von außen als auch von innen. Und das freut mich auch zu sehen, die Entwicklung. Vor allem das Schöne ist, dass man hier auch mal mit dem Kunden vorbeikommen kann und hier auch nochmal Vertrauen gewinnen kann und zeigen kann, dass man mit innovativen Partnern hier arbeitet. Ja, da war sicherlich neben der Idee und dem Entwurf die Positionierung des Gebäudes auf dem Grundstück. Das waren relativ schwierige Baugrundverhältnisse. Wir mussten 1900 CSV-Säulen einsetzen, die die Last des Gebäudes in den Untergrund abtragen. Wir haben hier immerhin 2500 Kubikmeter Beton verbaut, 180 Tonnen Baustahl und ca. 1000 Quadratmeter Fensterfläche. Da kommt schon einiges zusammen. Und die zweite Herausforderung, der enge Zeitrahmen und natürlich das Budget. Und beides konnten wir punktgenau in 12 Monaten Bauzeit abschließen. Wir machen elektronische Geräte und damit wissen Sie nicht mehr und weniger als zuvor. Diese elektronischen Geräte erlauben professionellen Unternehmen, ihre Computer in sichere Räume zu stellen und trotzdem darauf zuzugreifen von den Arbeitsplätzen, als ob die Computer drunter stehen würden. Ja, erst einmal der weltweite Bedarf an mission-critical, hochperformanten KVM-Produkten. Der Imagefilm hinter uns, der zeigt das ja sehr, sehr gut. Und darüber hinaus nicht nur dieser Bedarf weltweit, sondern vor allen Dingen auch die großartigen Produkte, die ISE mit ihren Mitarbeitern hier in Oberteuringen fertigt. Aus dem Grunde haben wir uns auch entschlossen, dieses neue Firmengebäude zu errichten, um für die weitere Zukunft deutlich mehr Wachstum gestalten zu können, als ohnehin schon gelungen ist in der Vergangenheit. Und darauf sind wir alle sehr stolz. Das macht uns natürlich sehr stolz, dass die Firma ISE hier in Oberteuringen sich ansässig gemacht hat, beziehungsweise jetzt sogar noch erweitert hat. Das ist für uns eine ganz tolle Situation als Gemeinde. Wir versuchen, die Firma ISE zu unterstützen, wo es geht. Wir haben beim Bau auch schon die eine oder andere Kleinigkeit mit geregelt. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Und wenn man heute sieht, was hier vom Weltunternehmen hier in unseren kleinen Oberteuringen steht, das ist also wirklich was ganz Besonderes. Und da freuen wir uns, wie gesagt, dass hier so ein Konzern hier ist. Also ich gehe davon aus, dass uns dieses neue Gebäude nicht so schnell zu klein wird. Es ist arbeitstechnisch wie das Paradies. Wir haben genug Platz, wir haben perfekte Klimatisierung. Die Mitarbeiter haben einfach ideale Bedingungen und das ist einfach eine wunderbare Sache.